Also den Moment hier, den hätte ich mir eigentlich ganz gerne erspart. Und auch den euch auch und den anderen Jungs hier auch. Ich muss mich kurz mal sammeln, Leute. Ich kann es echt nicht fassen, was ihr hier tut. Leute, ich danke euch für die Hingabe und die Treue, mit der ihr 25 Jahre Onkel supportet habt. Komm, guck, Leute, ich will schon in die Augen gucken, okay? Das ist eine Geste, die einfach too much ist. Wir sind letztendlich einfach nur eine Rockband, alle, die es geschafft hat. Die es geschafft hat, irgendwie sich von unten hochzuarbeiten und mit einem Fansupport, der seinesgleichen sucht. Ich denke, sowas wird die Welt nicht mehr sehen. Dieses Land definitiv nicht. Ihr habt... Wahnsinn! Ich habe hier Bilder von mir, das ist... Lasst mich noch ein paar Worte an euch richten, Leute. Lasst mich noch ein bisschen ein paar Worte an euch richten. Ich glaube nicht, dass es sowas in ähnlicher Form nochmal geben wird. Und wir sind wahnsinnig stolz drauf, sowas mal erleben zu dürfen. Und ihr glaubt nicht, was es uns bedeutet, was ihr hier für uns tut. Und ihr macht uns natürlich den Abschied wahnsinnig schwer. Ich habe mir geschworen, nicht sentimental zu werden. Ich bin echt drauf und dran, die Kontenance zu verlieren. Und, lasst euch gesagt sein, dass ihr unser Leben wahnsinnig bereichert habt, dass wir was erleben durften, was seinesgleichen sucht, dass wir hoffen, dass wir euer Leben bereichern konnten und dass wir gemeinsam das mit uns tragen, was in die Geschichte eingehen wird.
Die letzten beiden Tage waren so ziemlich das Intensivste, was wir erleben durften und etwas, was wir ganz tief in uns reingesteckt haben, etwas, was wir uns alle, was wir alle unseren Kindern erzählen werden. Heute Abend werden wir das Buch schließen und wir sollten nicht allzu traurig sein. Wir sollen versuchen, das Positive mitzunehmen. Ich für meinen Teil versuche das, wir alle versuchen das. Wir gehen morgen in ein anderes Leben, aber wir nehmen was mit. Wir nehmen ein Way of Life mit. Wir nehmen den Weg der Onkels mit uns. Und das ist nicht einfach eine Geschichte zwischen ihren Fans und der Band, sondern es ist eine Geschichte einer Familie. Ich glaube, dass wir eine Familie geworden sind und das ist etwas, was es so nicht wieder geben wird. Ich danke euch von ganz tiefem Herzen. Wir lieben euch! Okay, wer die Onkels kennt, der weiß, dass es keinen Weg zurück gibt und dass wir zu dem stehen, was wir sagen. Und ich will mich ganz an dieser Stelle besonders an meine Freunde hier bei der Band bedanken, bei Captain Gonzo und P für 25 Jahre Unglaubliches. Keine Beerdigung, sondern ein riesiges Abschiedsfest. Also nehmt das auch so mit nach Hause. Keiner soll traurig nach Hause gehen. Ein größeres Fest, ein größeres Abschiedsfest hat es noch nicht gegeben. Und wir sind nicht aus der Welt, wir sind noch da. Ihr seid noch da. Unsere Songs sind noch da. Und das nehmen wir mit in die Zukunft. Und deswegen gibt es keinen Grund, heute Abend traurig zu sein. Okay? Feiert euch doch mal richtig den Arsch ab heute. Zusammen mit uns. Okay, mir bleibt eigentlich noch, mich bei denen zu bedanken, die so, so viele Jahre mit uns gearbeitet haben, die uns, die Unglaubliches für uns geleistet haben. Und ich weiß genau, ich werde jetzt wahrscheinlich die meisten wieder vergessen, weil ich bin einfach im Moment so emotional drauf, dass es mir schwerfällt, wirklich an jeden Einzelnen zu denken. Aber ich möchte auf jeden Fall mich bei allen bedanken, die hier an Vaya Contios mitgearbeitet haben, aber bei wirklich allen. Und ihr habt hier einen sensationellen Job geleistet. Allen voran der Thomas Hess, der dieses ganze Festival hier auf die Beine gestellt hat. Und lassen wir nochmal auf die Bühne kommen. Thomas, bist in der Nähe. Thomas, komm! Der Mann hat die echte Superlative auf die Beine gestellt, anders kann ich es nicht mehr ausdrücken. Ich möchte mich bedanken bei den Leuten, mit denen wir so viele Jahre im Studio zusammengearbeitet haben. Den Micha Mainz, der hier hinter uns für uns ein Monitoring macht und der einfach auch ein Teil der Onkels geworden ist, der das ganze Ding so verinnerlicht hat und für dem ich tausend Dank schulde. Micha, ich danke dir!
Leuten, die hier einen Sound gemacht haben, allen voran den Gerd Gruß, die Leute vom Licht, Jerry Appelt, all den Leuten, die hier, ich meine, schaut euch das an. Ich krieg so einen Haken, wenn ich mir die Scheiße hier angucke. Einen fetten Applaus für den Stefan Weiler, der uns jetzt so viele Jahre am Keyboard begleitet hat. Stefan! Komm raus! Okay, scheiße, ich habe, wie gesagt, ich weiß, dass ich die Hälfte vergessen werde. Ich danke natürlich auch unseren Backlinern, all den Technikern, all den Leuten, die im Hintergrund die Fäden ziehen. Hey, sorry Leute, wenn ich einen von euch vergesse. Ich danke all denen, die in der Vergangenheit für uns gearbeitet haben, alle, die es heute noch tun, all unseren Freunden, all denen, die uns jahrelang unterstützt haben. Ich danke dem Matthias Martinson, allen bei BO. Ich danke euch, wir danken euch, ihr seid die Geister!